es hilft dir in der Not. Denn läuft was gar nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Wow, das Lied gefällt mir, Elvis. Eins von dir? Na klar, Sam, das ist ein Sicherheitssong. Bobo rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Muss ich euch daran erinnern, dass wir keine Popstars sind, sondern Feuerwehrleute? Oh, und für die gibt es Arbeit. Das schöne Essen. Ist ja noch mal gut gegangen. Au, sei ruhig, Butler. Dieser Hund wollte gerade meinen Hausschuh am Strand verbuddeln. Warum hast du nur zugesagt, dich um ihn zu kümmern? Der Kläffer macht nichts als Ärger. Das stimmt doch nicht. Er ist ein guter Hund. Er vergräbt eben nur mal gerne Sachen. Nicht wahr, Butler? Hm? Oh nein, Butler! Komm zurück, Butler! Bleib stehen! Ruhig. Seit wann habt ihr denn einen Hund? Er gehört meiner Schwester. Es tut mir so schrecklich leid, Helen. Hallo, Gwendolyn. Hallo, Helen. So, vielleicht sollte Butler lieber an die Leine. Ja, er ist mir weggelaufen. Er hat so viel Energie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mach doch einen richtig langen Spaziergang mit ihm, damit er müde wird. Gute Idee, Sam. Wir gehen nachher den Stallküstenweg. Ja, das sollte reichen. Und vergiss nicht, dein Handy mitzunehmen, Gwendolyn. Man kann ja nie wissen. Natürlich, Sam. Das mache ich immer. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Denn läuft was gar nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Ja! Ja! Du bist genial, Elvis. Kochst du denn heute nicht, Elvis? Ich war schon fast fertig mit Kochen, aber es gab einen kleinen Unfall auf dem Herd. Nö! Nicht doch, Tiger! Butler! Hoppla! Mit dem Essen habe ich heute wohl kein Glück. Sag ihm, er soll aufhören, James. Nein, mach du das! Wer auch immer, bringt ihn sofort raus, bitte! Ja, Charlie. Butler und ich werden gleich einen schönen langen Spaziergang mit Picknick machen. Sarah, James, wollt ihr beide nicht mitkommen? Ja! Oh, spazieren gehen ist aber so langweilig. Warum kommst du da nicht raus mit mir auf See zum Fischen? Wir machen Picknick auf dem Boot. Ja! Wunderbar. So, was muss ich jetzt alles mitnehmen? Hundeleine? Dann etwas Wasser? Unbedingt dein Handy. Hier bitte, Elvis. Tut mir wirklich sehr leid. Danke, Charlie. Aller guten Dinge sind drei. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Ist das zu fassen? Ich muss doch sehr bitten. Entschuldigung, es ist so ein Ohrwurm. Ich kann nicht aufhören, das zu singen. Dann singt es aber woanders. Kein Problem. Heute Nachmittag habe ich frei. Ich glaube, ich singe es am Strand. Du, ganz blitzeblank, der Boden wird ganz blitzeblank. Aber latsch mal drauf, ist er nicht mehr blitzeblank. Ganz blitze. Penny, Vorsicht, der Boden ist nass. Entschuldige. Da hast du dich ziemlich in die Ecke gewischt, was, Elvis? Ich komm schon klar, Penny. Elvis? Bist du verletzt, Elvis? Ich glaub nicht. Zum Glück nichts gebrochen. Nur mein schöner Mob. Genial, Sam. Kann ich die auch mal irgendwann bei einem echten Rettungseinsatz benutzen? Naja, hoffentlich nicht zu bald, aber dann darfst du sie bedienen, Elvis. Hoho, die könnte nützlich sein, wenn du wieder den Braten verkohlen lässt. Da, 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 da. Hey, das Licht ist plötzlich aus.
Ich bin eingeschlossen. Ich muss Hilfe rufen. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Ah, Mike Flood in seinem Wagen eingeschlossen? Komm, Elvis! Zum Haus der Flatz, Sam. Mike Flood ist in seinen Transporter eingeschlossen. Hilfe! 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 Ich bin hier drin. Die Türen gehen nicht auf. Keine Angst, Mike. Das haben wir gleich. Wir haben dich da im Handumdrehen raus. Elvis, warte. Was hast du vor? Du meintest, ich darf die Rettungsschere beim nächsten Mal benutzen. Ja, wenn es nötig ist. Hier müssen wir die Bretter doch nur wegnehmen und die Tür ganz normal aufmachen. Danke, Sam. Ich dachte schon, ich komme da nie wieder raus. Aber Mike... Schnapp! Aus, Schnuffi! Beruhig dich doch wieder, Junge! Das nächste Mal nicht so laut, Quirklington! Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich freue mich immer so, wenn ich mal gewinne. Armer Schnuffi, er ist heute wirklich ziemlich unruhig. Ob er wohl vor irgendwas Angst hat? Sowas! Er braucht Lektionen in Sachen Mut von einem Hundeexperten. Schade, dass wir keinen kennen. Und ob wir einen kennen? Mich! Komm her, Schnuffi! Komm her! Schnuffi, komm! Was ist denn mit Schnuffi los? Ach, ich weiß auch nicht. Der hat schon den ganzen Tag so komische Anwandlungen. Vielleicht ja ein Wetterumschwung. Auf sowas reagieren Hunde sehr empfindlich. Aber Schnuffi ist mir ein bisschen zu empfindlich. Vielleicht ist er ja einfach nicht mutig genug, um ein Rettungshund zu sein. Schnippi, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippi, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopf ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hä? Gar nichts. Na ja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppedi, hoppedi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopf ich im Bauch das Loch. Quirklington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich. Hauptfeuerwehrmann Steele. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich brenn gleich durch. Oh, das Telefon. Notruf. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache?
Feueralarm. Es geht um Sekunden. Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Wir hatten einen Anruf von Mrs. Pratt. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny? Bin schon unterwegs, Sir. Da sind Sie, Mom. Endlich. Schnell, Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Alles klar, Dillis. Der Brand ist gelöscht. Ihr könnt jetzt wieder reingehen. Zu viele Stecker in dieser alten Steckdose. Das war die Ursache. Elvis hat recht, Dillis. Diese alten Steckdosen sind gefährlich. Man darf sie auf gar keinen Fall überlasten. Ich habe Norman ja gesagt, dass wir zu viele Lichter haben, aber er wollte immer noch mehr und mehr und mehr. Entschuldige, Mom. Seht mal, wen ich aus der Bucht gefischt habe. Der Mann über Bord war dieser aufblasbare Weihnachtsmann. Ja, die Lichterketten sind zwar kaputt, aber wenigstens habe ich meinen aufblasbaren Weihnachtsmann wieder. Hol ihn runter, Penny. Wir montieren ihn auf dem Dach. Auf dem Dach? Diese Figuren sind doch eher für den Garten vorgesehen. Hab ich's dir nicht gesagt, Norman Price? Aber, Mom... Hör zu, Norman, vielleicht sollten wir den Weihnachtsmann lieber dazu benutzen, uns bei der Feuerwehr für ihre überaus schnelle Hilfe zu bedanken. Lass den Kopf nicht hängen, Norman. Es war sehr nett, dass du uns deinen aufblasbaren Weihnachtsmann geschenkt hast. Dafür bekommst du auch einen selbstgebackenen Lebkuchen. Ja, vielen Dank, Norman. Jetzt kann jeder in Pontypandy den Weihnachtsmann sehen. Na ja, man muss auch teilen können. Norman, lass auch was für die anderen übrig. Hier passt der Weihnachtsmann wirklich viel besser hin und sorgt hoffentlich für keine weiteren Unannehmlichkeiten mehr. Lebkuchen, Sir? Ja. Danke schön, Elvis. Die Zeit vergeht heute gar nicht. So ruhig ist es selten bei uns. Das ist doch hervorragend. Bei keinem Bewohner von Pontypandy liegt ein Notfall vor. Wahrscheinlich haben Sie alle unsere Merkblätter mit den Sicherheitstipps gelesen. Ach, wenn das so weitergeht, verlernen wir noch alles. Was? Dann könnte ich zum Zirkus gehen als Jongleur. Hey. Nein. Oh je. Ach, ja. Vielleicht doch nicht zum Zirkus? Hey! Stellt euch vor! Wir veranstalten eine... Norman Price, weißt du eigentlich, wie lange ich für dieses Kartenhaus gebraucht habe? Da kann ich doch nichts dafür. Lasst uns rausgehen, hä? Ihr veranstaltet eine Feuerwerksparty? Klar würde ich gern kommen, aber ich kann leider nicht. Ich habe Dienst. Aber für ein Feuerwerk solltet ihr vorher meine Sicherheitstipps lesen. Moment. Wenn ihr euch an die Ratschläge haltet, dann wird die Party ein Knaller. Feuerwerkskörper niemals im eigenen Garten abbrennen, sondern nur an feuerwerksgeprüften und ausdrücklich genehmigten Orten. Aber wo sollen denn hier feuerwerksgeprüfte Orte sein? Ich kenne jedenfalls keinen. Ich leider auch nicht. Puh. Ich glaube, Dad muss das gar nicht lesen. Der kennt sich mit Sicherheitsfragen gut genug aus. Reden tut er ja oft genug darüber. Da hast du recht, Mandy. Oh, bitte, Mom. Mom, dürfen wir bitte? Ganz brav. Na gut, von mir aus. Hurra! Danke, Mom, danke.
Danke. Ich bin eine Rakete. Nicht so wild, Norman. Du erschreckst Tiger. Hey. Jetzt bin ich ein Feuerrad. Wartet. Passt mal auf. Mandy. Oh, entschuldige. Ich habe nur Knallfrosch gespielt. Hallo, Sam. Au! Hallo, Mike. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr auch all meine Sicherheitstipps befolgt. Oh, was für Sicherheitstipps? Ich habe sie Mandy mitgegeben. Wieso hast du mir das nicht gegeben? Ich dachte, du brauchst sowas nicht, Dad, weil du dich so gut mit Sicherheit auskennst. Wissen muss man auch mal auffrischen, besonders wenn es um Feuerwerkskörper geht. Die können sehr gefährlich sein, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und selbst ich kann mir nicht alles merken, Mandy. Ich sag's dir, er joggt jetzt schon den ganzen Tag lang ununterbrochen. Ich finde, er übertreibt ein bisschen. Schließlich ist er nicht mehr der Allerjüngste. Also das kaufe ich dir nicht ab, Penny. Oh doch, wirklich. Sieh's dir selbst an. Ja, Quiddlington? Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen, Sir. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Meiner Treu. Mom! Oh, ist das kalt draußen? Ach, du armes Ding. Ganz nass. Ich zieh nur meinen feuchten Pullover aus und dann hol ich ein Handtuch, um dich trocken zu reiben. Da kann er trocknen. Keine Sorge, Lämpchen. Gleich ist dir wieder warm. Ich hab den Brenner gereinigt. Jetzt funktioniert er wieder. Aber denk dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ah! Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig. Singen könnt ruhig. Ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also Joggen sieht anders aus. Sch, Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Ist ein Kindskopf, Quiddlington. Jetzt aber schnell! Da oben schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby. Das ist Wollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar. Ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby. Und es will zurück zu seiner Mama.
treu. Gut, dass es keinen Notfall gab, sonst hätte man mich nachher noch während der Arbeitszeit beim Schlafen erwischt. Hallo? Sam? Elvis? Penny? Wo stecken Sie denn nur alle? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Bis dann, Sam. Viel Spaß. Elvis? Hey, Sam. Schnuffi soll sich dran erinnern, wie eine Rolle geht. Sich erinnern? Das heißt, Schnuffi kann sich auf Kommando herumrollen? Genau. Schau her und mach Rolle, Schnuffi. Guter Junge, ja. Ein wundervoller Tag für eine Wanderung. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte nach dem Wetterbericht schauen. Den Wetterbericht kann ich dir sagen. Trocken und sonnig. Guck dir doch den Himmel an. In den Bergen kann sich das Wetter manchmal sehr schnell ändern. Ich schaue sonst immer nach, bevor ich losgehe. Wenn wir uns da befinden, wo ich meine, haben wir hinter dem nächsten Hügelkamm eine ganz wunderbare Aussicht. Komm mit, das will ich sehen. Penny, was ist denn passiert? Ich bin ausgerutscht und mit dem Fuß umgeknickt. Ich glaube nicht, dass er gebrochen ist. Aber eine Bandage brauchst du trotzdem. Zum Glück bist du ja Krankenschwester. Bitte, gut vorbereitet sein ist alles. Okay, und jetzt? Versuch mal, ob du damit noch laufen kannst. Wie sieht's aus mit Huckepack? Das war doch nur Spaß, Helen. Ich komm schon klar. Warum macht Schnuffi die Rolle für Sie, Sir, und für mich nicht? Haha, weil er sehr clever ist. Und er weiß genau, dass ich einen höheren Dienstrang habe. Ich zeig's dir. Roll dich rum. Eben kam eine Nebelwarnung für die Ponty-Pendy-Berge, Sir. Ich hoffe nur, Penny und Helen sind schon zurück. Verständlich sofort, Tom! Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Ponty-Pendy-Bergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Seltsam, man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh! Oh! Oh nein! Mom, das ist der Sonnenuntergang! Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich! Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm, es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Oh nein! Mann! Trevor! Es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen.
gestartet. Wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Meine Spardose ist voll mit Münzen. Hauptfeuerwehrmann Steel wird sich riesig freuen, wenn er sie ausgräbt. Aber das sind gar keine alten Münzen. Schon, aber sie sind wertvoll, denn das hier sind Elvis-Münzen. Ach, wo steckt nur dieser Tun nicht gut? Was? James? James, wo steckst du? Ja, Hilfe! Oh, bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja, holen Sie mich hier raus! Oje, bleib bitte ganz ruhig, James. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ein Notruf! Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steel ist vor Ort. James Jones wurde am Strand von einem Steinschlag verschüttet. Wir müssen Schnuffi mitnehmen, Penny. Und ich verständige Gwendolyn. Ein sehr guter Platz, um die Münzen zu vergraben. Hier oben wird Hauptfeuerwehrmann Steel sie ganz bestimmt finden. Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist? Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell, James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critling. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Ich bin zu spät. Entschuldigung. Oh, das ist ja mal was ganz Neues, Critlington. Ich musste einen neuen Rauchmelder für Dillys Supermarkt besorgen. Sam bat mich darum. Und jetzt? Die Würstchen. Wozu denn diese Eile, junger Mann? Oh, ich muss zu der Hochzeitsfeier von den Flats. Mike und ich haben ein Lied für Helen geschrieben. Hi, Elvis. Hast du den Rauchmelder? Na, aber klar doch, Sam. Hier. Sehr gut. Viel Glück heute Abend. Danke, Sam. Bis später. Elvis? Danke, Sam. Bis später. Oh, das ist wirklich nett von dir, Sam. Gar kein Problem, Dillis. Du brauchst schließlich einen Rauchmelder, der auch funktioniert. Reich ihn mal hoch. Oh, was ist denn, Norman? Das ist ja ein komischer Rauchmelder. Oh. Elvis, das ist typisch.
Du. Also das Kabel darf auf keinen Fall im Weg rumliegen, ja? Sonst stolpert noch jemand drüber. Aha. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Prima! Oh, fantastisch. Und hier drin sind leckere Würstchen. Keine Würstchen, sondern ein Rauchmelder. Kann passieren. Bin gleich wieder da. Elvis, dieser Schussel. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Es fängt an zu regnen. Oh nein. Oh doch, schnell, alles wieder reinbringen. Puh, beinahe wäre ich nass geworden. War Elvis schon hier? Er hat nämlich Würstchen mit einem Rauchmelder verwechselt. Entschuldige, Sam. Elvis! Danke, Sam. Gut gemacht, Männer und... Frau, das Feuer ist gelöscht. Aber seht nur da. Keine Sorge, Sir. Das ist nur eine Puppe. Ich rette sie, Sir. Auch Puppen müssen gerettet werden, Quidlington. Und die schnellste Möglichkeit, das zu tun, ist immer noch der Feuerwehrgriff. Sam wird uns jetzt demonstrieren, wie man ihn anwendet. Und denkt daran, ein guter Feuerwehrmann muss stets einen sicheren Stand haben. Oh, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Alles in Ordnung, Sir? Oh. Nur her, mein Püppchen, und tanz mit mir. Püppchen macht eine Drehung und ich folge dir. Die Testpuppe ist nicht zum Tanzen gedacht. Du solltest das schon ernst nehmen, Elvis. Mit dieser Puppe will ich euch erste Hilfe beibringen. Dazu musst du sie als echten Menschen betrachten. Ist gut, Helen. Tut mir leid. Gut. Wir waren bei der Mund-zu-Mund-Beatmung stehen geblieben. Eine wichtige Maßnahme. Aha. Hallo, Norman. Was tust du denn da, Junge? Ach, ich brauche nur ein Stück Seil für mein Go-Kart. Aber doch nicht das Seil da. Damit ist mein Boot am Kai festgebunden. Aber ich habe da vielleicht das Richtige für dich. Oh ja, na los. Da hat's aber jemand eilig, was? Ja, ich baue das beste Go-Kart aller Zeiten. Und? Wie findet ihr es? Sind die Räder von meinem alten Kinderwagen? Sehr sicher sieht das aber nicht aus. Dafür habe ich ja den Sicherheitsgurt. Hä? Das ist doch ein Gürtel von deiner Mom. Und auch ein Helm. Jetzt zufrieden? Nein, das reicht immer noch nicht. Oh, ihr habt recht. Dieses Go-Kart sieht einfach noch nicht cool genug aus, Leute. Ich brauche noch mehr Holz. Ob dein Dad schon wieder da ist, Mandy? Und einmal für sie und auch einmal für dich. Elvis, was hat diese Puppe am Tisch zu suchen? Sie ist mit uns. Helen hat doch gesagt, ich soll sie als echten Menschen betrachten. Aber das ist nun mal kein echter Mensch. Das ist nur eine Puppe. Sir, sie verletzen ihre Gefühle. Hoffentlich kommt dein Dad bald zurück. Ja, in der Werkstatt ist jede Menge Holz drin. Ich warte nicht mehr länger. Ich habe schon was gefunden, das ich benutzen kann. Die hier. Damit wird mein Go-Kart echt cool aussehen. Hurra! Hör nicht auf Hauptfeuerwehrmann-Stil. Für mich bist du immer noch ein echter Mensch. Elvis, dein Essen wird noch kalt. Oh, warte hier. Ich bin gleich wieder da. Jetzt sieht das Go-Kart aus wie ein echter Rennwagen. Das macht es auch nicht sicherer. Ah, na schön. Dann probieren wir mit der Puppe aus, wie sicher das Go-Kart ist. Norman, was tust du da? Man darf nichts nehmen, ohne zu fragen. Die Puppe wird sicher noch gebraucht. Du machst dir zu viel Gedanken. Wie
konnte denn in dieser Gasse ein Feuer ausbrechen, Sam? So ein Feuer kann durch die Sonnenstrahlen ausgelöst werden, besonders wenn sie durch Glas oder auch Plastik hindurchscheinen. Und besonders an heißen Tagen wie diesen. Ja, mir ist auch schon ganz heiß. Kannst du nicht mal den Schlauch kurz auf mich richten? Ich habe eine bessere Idee, wie wir uns abkühlen können. Einen schönen Eistee. Oh. Ich hole uns schnell welchen aus Dilles Supermarkt. Yeah. Oh, oh, oh. Eigentlich habe ich lieber etwas, wo ich auch mitsingen kann, Elvis. Oh! Die Bremsen funktionieren jedenfalls gut. Wieso sitzt Woolly denn da mitten auf der Straße? Sie muss durch dieses offene Tor geschlüpft sein. Bei Fuß, Woolly! Sitz! Wenn hier Tiere auf die Straße laufen, wird's auch für Autofahrer gefährlich. Bleib doch stehen, Woolly! Wir bringen Woolly zur Familie Price. Die können sich um sie kümmern. Und Mike Flood muss dieses Tor reparieren. Braves Schaf. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ein alter Schäfertrick. Morgen, Mike. Hier ist Sam. Ich habe eine dringende Aufgabe für dich. Das Weidetor am oberen Feld. Ja, das ist kaputt, Mike. Mit jedem falschen Alarm wird unsere kostbare Zeit vergeudet, Sam. Wenn nun ein echter Alarm gewesen wäre, als ihr nicht hier wart. Tut mir leid, Sir, aber das war ein echtes Missverständnis. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, du hast ja recht. Oh, oh, da, Elvis. Oh, Strom aus, Feuerlöscher. Hoppla. Entschuldige, Penny, das war wohl dein Toast. Dadurch ist es noch schlimmer geworden. Der kleine Norman hat recht. Feuer breitet sich mit Luft schneller aus. Und als ich den Kasten öffnete, habe ich mehr Luft an das Feuer gelassen. Also das hätte ich nie gedacht. Sam, kannst du mir bitte dein Fernglas leihen? Ich habe meins nämlich verloren und Trevor geht heute mit uns in die Berge, um Wanderfalken zu beobachten. Na schön, Norman. Aber pass gut auf das Fernglas auf. Na klar. Wusstet ihr, dass Wanderfalken mit einer Geschwindigkeit von bis zu 320 Stundenkilometer fliegen können? Echt wahr? Wow. Toll! Das wurde aber nie bewiesen. Der schnellste gemessene Flug eines Wanderfalken lag bei 186 Stundenkilometer. Und wie sehen Wanderfalken aus? Nun, das Federkleid ist dunkelgrau und sie haben... Wanderfalke! Ah! Oh! Entschuldigung, falscher Alarm. Norman. Jetzt sitzen wir fest. Wir sind in ein Schlammloch gefahren. Nicht die Reifen durchdrehen lassen. Mein Dad hat das mal gemacht und dadurch wurde alles nur noch viel schlimmer. Danke, Mandy, aber ich weiß schon, wie man fährt. Alles aussteigen. Wir sitzen fest. Das ist nur deine Schuld, Norman. Das stimmt doch gar nicht. Sie haben die Reifen durchdrehen lassen. Hey, da kommt Tom. Hi, Tom. Tom. Braucht ihr Hilfe? Nein, danke. Es geht schon. Doch, bitte hilf uns, Tom. Sonst kriegen wir hier heute bestimmt keinen Wanderfalken mehr zu sehen. Dauert auch nur ein paar Minuten. Danke, Tom. Ich glaube, dein Kühler funktioniert nicht richtig. Ihr solltet vielleicht lieber umkehren. Ach, nichts da. Der Kühler läuft einwandfrei. Ihr müsst auch gar nicht so hoch rauf, um Wanderfalken zu entdecken. Ich habe erst gestern einen da unten im Tal am See gesehen. Nein, Wanderfalken sieht man nur in den Bergen. Kommt schon, Kinder. Alles einsteigen. Oh, ist das heiß hier drin. Wieso sind denn die Fenster zu? Ich wollte keine Luft in den Raum reinlassen, sonst bricht hier vielleicht noch ein Feuer aus. Unsinn! Jetzt mach sofort das Fenster auf, Quidlington! Ach, Elvis. Statt Luft kriegen wir jetzt eine Fliege. Hey, das ist meine Limonade! Wenn Sie gestatten, Sir.
Au, Quittlingchen! Entschuldigung, war keine Absicht. Nun beeil dich, Elvis. Oh, entschuldige, Sam. Ich komme im Moment einfach nicht so richtig aus dem Bett, weißt du? Macht nichts. Bis jetzt war es ja sehr ruhig. Oh, hör zu, ich weiß. Du ziehst von der einen und ich von der anderen Seite. Gute Idee. Fertig? Los! Oh, alles in Ordnung? Ja, ich sagte aber ziehen und nicht schieben. Oh, oh. Meine Beine. Ich stecke fest. Oh nein! Du musst ziehen, los! Das bringt nichts. Hilfe! 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 James? Hilfe! Hilfe! Oh nein! Was suchst du denn da drunter? Wir wollten so gern sehen, was in der Kiste steckt. Dann ist sie auf mich raufgefallen. Du wusstest, dass es gefährlich sein könnte. Dad hat es gesagt. Stimmt schon. Das ist meine Schuld. Ich hatte ihn überredet. Ach, nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen ihn wieder unter der Kiste raus. Es ist zwecklos. Die rührt sich kein bisschen. Hört ihr das auch? Die tickt ja. Ich muss Hilfe holen. Nein, lass mich nicht allein, Sarah. Ihr wartet hier. Ich hole Hilfe. Keine Angst. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Sam. Von wegen nicht viel los. Sie! Penny hier an Sam! Kommen, Penny! Ich sehe Sie am Strand! Sie sind an der Felsküste! Danke, Penny! Wir sind gleich da! Ach, da seid ihr ja! Sam! Schafft ihr das auch? Na klar, James! Das haben wir gleich! Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café! Sarah! Tut mir leid, das vorhin mit dem langweilig! Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Was immer da drin ist, es wird lauter. So wie das klingt, sind das Uhren. Sehr viele. Nein, es sind Wecker. Immerhin wissen wir jetzt, was in den Kisten drin ist. Das ist alles nur passiert, weil wir uns vorhin so gestritten haben. Tut mir leid. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Komm mal her, Junge. Manchmal muss man Dinge einfach ganz für sich allein herausfinden. Danke, Sam. Danke, Elvis. Dafür sind wir ja da, James. Wenn ich eines nicht dulden kann, Quittlington, dann ist es zu spät kommen. Als Feuerwehrmann trägt man besondere Verantwortung. Ja, Hauptfeuerwehrmann-Stil, Sir. Aber in Anbetracht eurer heutigen Großtat hat Sam vorgeschlagen, dass du eine Belohnung erhältst. Oh, das ist ja toll. Oh, was ist da drin? Das tickt ja. Du brauchst einen Wecker.
Vielleicht verschläfst du dann nicht immer, Elvis. Ja, genau. Eine Überprüfung der Ausrüstung ist nötig, um die gesamte Ausrüstung auf Abnutzung der Ausrüstung zu überprüfen. Super, ich überprüfe den Krankenstuhl. Schieb mich mal an, Penny. Halt, das soll eine Überprüfung sein und kein Seifenkistenrennen, Quiddington. Hey, da kommt Mike, um den verstopften Abfluss zu reparieren. Und genau deshalb sollten die Verletzten immer sorgfältig angeschnallt werden. Kannst du mir mal helfen, Penny? Hallo Leute, was ist denn hier los? Hilfe! Mandy, was ist denn? Ist was passiert? Was ist denn los? Hallo, Schnuffi. Das ging aber schnell. Siehst du, Dad? Er ist doch ein Rettungshund. Er ist sofort gekommen, als ich um Hilfe rief. Mandy, mit so etwas macht man doch keine Witze. Und außerdem beweist das noch gar nichts. Komm, Elvis. Sam? Ist Schnuffi denn nun wirklich ein Rettungshund? Na klar doch, Mandy. Aber wie kann ein Hund euch denn helfen? Schnuffi hat einen hervorragenden Geruchssinn, Mandy. Er ist also ein toller Spürhund und... Wirklich? Danke, Sam. Ich war noch gar nicht fertig. Was ist denn dieses Chop Suey, Gwendolyn? Nicht Chop Suey, Dillis. Feng Shui. Das ist die uralte chinesische Kunst, die Möbel so aufzustellen, dass die gute Energie richtig fließen kann. Oh. Ob der Supermarkt diese gute Energie wohl auch brauchen könnte? Natürlich, Dillis. Ich werde mich darum kümmern. Aber erst, wenn Mike hier war und die Treppe repariert hat. Oh je. Dann kann er auch gleich den Kühlschrank wegrücken. Der strahlt sicher jede Menge schlechte Energie ab. Ach, du liebe Zeit. Tatsächlich. Ja, der Abfluss wird befreit hier und heute, denn sonst wird der Ärger groß. Ja, der Abfluss wird befreit, liebe Leute, der Abfluss hat einen Kloß. Achtung! Was treibt ihr beide hier eigentlich? Mike Flood, Klempner, Hauptfeuerwehrmann Steel, Sir. Ich repariere den Abfluss, Sir. Und ich helfe Mike beim Reparieren, Sir. Nun, dann schlage ich vor, dass ihr kein Musical daraus macht, sondern eure Arbeit tut, klar? Ja, Sir! Autsch. Hi, Mandy. Suchst du dein Dad? Nein, noch nicht. Erstmal müssen wir Schnuffi finden. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Nicht zu fassen. Ist dir denn das Gewinnen beim Versteckspielen wichtiger als deine eigene Gesundheit, Norman Price? Nein, Hauptfeuerwehrmann Steel. Wir haben uns wirklich beide ziemlich dumm versteckt. Oh, aber ich bin jetzt offiziell der beste Verstecker von ganz Ponty Pandy. Ich schlage vor, du versteckst dich mal daheim. Für eine ganze Weile. Ja,
Und da kannst du herrlich den kalten Fischauflauf essen, der da seit Stunden wartet. Ist gut, Mom. Elvis, stimmt was nicht? Ja, es lief doch alles sehr gut. Die arme Dolly. Sie hat es nicht geschafft. Naja, Norman war nicht der Einzige, den ich aus dem brennenden Trainingsturm retten konnte. Sieh mal hinter dich. Dolly, da bist du ja. Auf dich kann man sich wirklich immer verlassen, Sam. Dafür sind wir da, Elvis. Genau dafür sind wir da.